Herzlich willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Acker, Toto beim Clan True Warriors. Was hat sich hier getan bei mir in der Base? Ich habe, wie schon angesprochen, jetzt doch den letzten Archer Tower auf Level 12 gebracht und habe aber jetzt schon wieder 6,8 Millionen Gold eingefarmt, die ich auch im Moment nicht ausgeben kann, denn erst in 2 Tagen, 13 Stunden ist mein Barbarenkönig fertig. Meine Forschung hat endlich ein Ende gefunden. Ich habe den Freeze-Spell auf Max-Level, was sehr schön ist. 8 Sekunden hält er jetzt und habe meinen Hund angestoßen. Ihr könnt das kurz in der Einblendung sehen, wie ich das gestern Abend gemacht habe. Ich habe es leider verpasst, dort kurz mal den Aufnahme-Knopf zu drücken, während der Freeze-Spell auslief und ich diesen hier angestoßen habe. Aber zumindest wollte ich euch zeigen, dass ich den hier angestoßen habe. Manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Base zu unattraktiv ist oder ich halt einfach zu wenig Ressourcen zur Verfügung stelle, denn wenn ich mir mal meinen Defense-Log so anschaue, ich bin heute Morgen mal angegriffen worden, also vor 3 Stunden, habe ein bisschen an Ressourcen verloren, aber jetzt guck mal, wie viel ich überhaupt verloren habe. Ich scroll mal nach ganz unten, das ist nämlich schon 17 Tage her und ihr habt das jetzt gerade gesehen, ich habe echt wenig verloren und da ist es kein Wunder, dass mein Dunkles auch immer voll bleibt, denn da kann man auch ganz anders was verlieren, wenn man 1-2 Ligen höher ist oder vor allen Dingen ab Meisterliga. Da wird man in der Regel immer ausgeräumt und dementsprechend habe ich jetzt schon wieder 129.000 reingefarmt. Ich brauche, glaube ich, für meinen König 158.000, da müsste ich nochmal genau nachgucken, um den weiter zu leveln. Aber was wollen wir eigentlich machen heute? Wir wollen ein bisschen mit der Queen Farm. Das heißt, ich habe hier mal so eine ganz kunterbunte Truppe mir erstellt, mit der ich schon etwas mal reingefarmt habe. Wir gucken mal, wo ich das schon mal gemacht habe mit dem Queen Walk. Hier unten ist noch einer drin, aber den habe ich auch mehr als schlecht als recht gewonnen. Und habe aber vorher schon mal so ein bisschen mit der Truppe hier rumgefarmt. Und wir gucken mal, dass wir eben einen Gegner finden für einen Angriff. Ja, ich würde sagen, wir machen 2 Stück. Ich mache dann zwischendurch einen kurzen Cut, weil mir wahrscheinlich die Queen aufgehen wird und meine Truppen noch nicht ganz fertig sind. Ich finde die Kombi gar nicht mal schlecht, aber sie ist sehr ressourcenhungrig, vor allen Dingen, wenn man dann die Zauber einsetzen muss. Und dann kostet dieser ganze Angriff hier schon über 300.000 Elixier, was natürlich viel ist. Wenn ich mir jetzt sage, ja, ich mache nur das Dunkle, dann ist das natürlich in Ordnung, aber wenn ich jetzt nur auf Ressourcen gehe und ich muss im Moment oder ich möchte eigentlich im Moment natürlich mein Elixier so ein bisschen hoch haben und mein Gold, weil mein nächster Bob, der soll dann 2 Mauern noch bei mir machen. Dann habe ich nämlich den inneren Ring komplett fertig und ich kann dann einfach weiterfarmen, auch für Mauern, weil ich nichts in der Forschung brauche für meine kein Elixier für meine Forschung brauche, sondern da ja erstmal Dunkles angestoßen habe und so kann ich das alles in die Mauern versetzen. Ich würde sagen, das ist mal so einer, den können wir mal mitnehmen hier. Immerhin 284.000 Gold und 283.000 Dunkles, 1536 Dunkles, Entschuldigung, und 283.000 Elex. Das ist schon nicht schlecht. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo die Queen denn hier so ein bisschen hinlatscht. Ich bin ja immer noch nicht ganz firm. Vor allen Dingen, wenn da jetzt so ein König kommt, dann gifte ich den einfach mal. Ich meine, das ist jetzt ein 13er King. Das tut jetzt meiner Queen nicht ganz so weh. Und so wie ich das sehe, ist die Base auch nicht so richtig aktiv. Aber wir können schon mal, denke ich, wir brauchen die noch nicht ragen. Aber wir gehen mal von hier schon mit anderen Truppen rein. Ich habe, glaube ich, noch ein paar Riesen in der Clanburg. Und gucken mal, dass wir hier jetzt in die Base reinkommen mit unseren Truppen. Ja, ich setze mal einen Sprung hier. Dann holen wir mal ein paar Boris raus. Ich meine, das ist natürlich jetzt eine Base, die außen die Ressourcen hat. Also das ist jetzt nicht unbedingt was für meine Truppe hier. Da müssen wir jetzt mal sehen, dass wir da durchkommen.
es wäre jetzt ganz schön, wenn die eine Lada weggeht, kann ich nämlich diesen Bogenschützenturm hier wegmachen. Und ansonsten komme ich da nämlich nicht richtig ran. Das wäre ein bisschen doof. Aber wir holen uns jetzt hier oben noch fix die Ressourcen raus. Na, gucken wir mal, was wir hier denn noch so bekommen. Ah, da ist die Queen noch am Start, das ist cool. Aber im Moment, hier schießen sie, dann kann ich hier schon mal rein. Da kann ich sicherlich ein bisschen die Bogies setzen. Da auch, das sind dann, würde ich sagen, genug. Und wir haben uns die Ressourcen hier geholt. Jawohl. Sauber. Also Ressourcen auf Null, was natürlich super ist. Und Queen noch eben gezündet. Wir sagen hier mal End Battle, dann haben wir noch ein bisschen was gespart. Das war jetzt in Ordnung. Und meine Queen ist nur ein paar Minuten down, nämlich 13 Minuten. Und die 13 Minuten machen wir kurz ein. Cut. Bis gleich. Jo, da haben wir einen. Den nehmen wir mal mit. Das ist eine Base, die scheinbar im Moment nicht bewohnt wird. Da gehen wir hier vorne mal rein. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen komische Truppen, weil ich eben zwei Babydrachen nicht benutzt habe. Die habe ich natürlich jetzt in meinem Deck hier drin. Aber das ist nicht so schlimm. Ja, guck mal, ja, jetzt geht sie doch da oben rein. Also die Queen überrascht mich jedes Mal, muss ich sagen. So, jetzt geht die daher. Da soll die eigentlich auch möglichst bleiben, weil da oben die Lars sind. Die mache ich mal eben weg. Kann ich hier nämlich meine Babydrachen reinschicken. So, das ist schon mal die erste Lars. Und wir schicken hier mal unsere Riesen rein. Hier haben wir wieder welche in der Burg. Jetzt haben wir natürlich keine Mauerheinis mehr. Das ist aber nicht so schlimm. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Dann setzen wir hier mal einen Sprung hin. So, dann kann ich jetzt gleich auch mit meinem Babydrachen kommen. Auf der Seite und auf der Seite. Wir nehmen die Kobolde hier mal ein bisschen mit rein. Hier so ein bisschen die Bogies. Verteilt Kobis mit dahin. Und dann gucken wir mal, dass die Truppen hier ordentlich laufen. Muss ich mal eben schauen. Hier noch einen Drachen gesetzt. Und ich kann auch hier einen Drachen setzen, sehe ich gerade. Kann auf diese Ecke einen Drachen setzen. Hier gibt es auch keinen Beschuss. So, jetzt machen wir hier mal ein bisschen Speed in der Mitte. Da unten ist noch eine Lade. Das ist natürlich doof für die Drachen. Aber wir nehmen dann den hier mit hin. Dann sind die zwar nicht mehr ganz so doll in Wut. Aber das ist jetzt erstmal nicht so schlimm. Dann nehmen die sich jetzt zu dritt da hinten das Lager. Wie viel haben wir noch? 234 an Gold und ein bisschen Dunkles. Gucken wir mal, wie weit wir jetzt noch mit der Queen hier kommen. Kommt ja, da ist schon die gegnerische Queen, aber die ist jetzt auch down. Super. Jo, das sieht ganz gut aus. Dass wir hier noch was abräumen. Ist da natürlich eine La. Aber das ist nicht so schlimm. Wir haben jetzt nicht mehr ganz so viele Sekunden. Mal gucken, ob wir das ganze Gold noch bekommen. Die muss ich ja jetzt gleich noch mal durch eine Mauer fressen. Das dauert natürlich noch wieder ein paar Sekunden. Aber die macht ganz gut Schaden hier. An einer so einer Mauer. Und ich bin zuversichtlich, dass wir noch ein Lager bekommen. Mindestens eins, würde ich sagen. Ah, die macht erst die La, okay. Aber jetzt ist eine Lager, gut. Die Kanone und dann vielleicht entweder das Lager dahinter oder das Goldlager ist auch in Ordnung. Das Gold haben wir auf Null. Ah, schade. Jetzt kriegen wir leider den letzten Elex-Sammler nicht mehr. Aber es sind noch ein paar Truppen am Start. Wir haben nicht alle Zauber verbraucht. Einen Schuss kriegt sie noch drauf. Und ja, war in Ordnung. 498.000. Der Bonus ist auch gar nicht mal so schlecht in Kristall 2 hier. Und ich würde sagen, das war es erstmal von mir. Ich fordere erstmal wieder Truppen an. Baue diese Armee nochmal nach. Bowler sind jetzt gleich eher zum Spenden. Muss aber hier, so wie ich das sehe, noch wieder einen Zauber tauschen. Das ist auch immer ein bisschen doof, wenn man vorproduziert und die Reihenfolge hier anders hat, als dass man jetzt hier die Zauber verbraucht, weil zwei dies brauche ich an der Stelle nicht. Das heißt, da haben wir einen zu viel gebaut. Das ist natürlich schade um die Ressourcen. Aber den müssen wir raus haben, weil wir einen Sprung brauchen.
Und wir bauen hier gleich wieder Truppen nach. Ich würde sagen, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, lasst mir ein Abo da und dann sehen wir uns in einer neuen Folge, wenn es da heißt, der Toto flasht.